Herzlich willkommen zurück zu Jurassic World The Game. Ja, wie sieht die heutige Folge aus? Zum einen werde ich jetzt mal gleich die Patreon-Member nochmal vorlesen. Habe ich schon länger nicht mehr gemacht zu Beginn der Folge. Wäre mir jetzt ganz wichtig, mal wieder zu tun. Hat sich ja halt doch wieder ein bisschen was verändert. Zum anderen gucken wir mal, wie wir uns jetzt die nächsten Tage aufstellen, weil, wenn ich es richtig gesehen habe, sind es nicht sogar drei neue Kreaturen, die wir durch diese Börse erhalten, Sammlerbörse erhalten können jetzt. Und eine davon sogar in den nächsten 2, 3 Tagen. Und ich bin ziemlich zugebaut, ist das kommende Wochenende. Da muss ich schauen, wie ich mir das jetzt ermögliche für euch. Was ist hier? Jurassische Ornithischier. Fachbegriffe. Woher, Lydia? The fuck? Und wir wollen hier für Charlie heute farmen. Vielleicht kriegen wir sogar heute Charlie. Das wäre mal der Plan. Ich möchte doch die Saison wieder ein bisschen mehr ins Thumbnail und auch in den Titel bringen. Finde ich eigentlich ganz cool, dass man so ein bisschen Abschnitte dann hat. Also monatliche, ne, Themen auch ins Thumbnail mit reinbringt. Und dann Leute so mit sich sortieren können, wann ich was dann gemacht hatte. Anstatt jetzt schon wieder eine Kreatur auf Level 40 zu bringen. Das wäre jetzt das dritte Mal hintereinander, wird dann doch irgendwann ein bisschen langweilig. So, aber dann gehe ich mal kurz durch Patreon durch. Ey, vielen lieben Dank. Ich mache es jetzt mal nach dem Datum, wenn das mich umstellen lässt. So. Ah, so geht es aber auch nicht. Ja gut, aber dann folgendermaßen. Vielen lieben Dank an Lukas Hengst, Mr. Smiley, Fabi, Fischsalat, Carol, Giant Luca, Michael Pflaum, Tristan, Jona, Black Reaper, Lukas Rego, Marcel 758 und Simon. Gerade hier nochmal ein extra Dankeschön an Marcel, Tristan, Carol und Fabi für die teuerste hier TBS-Supporter-Mitgliedschaft. Vielen lieben Dank. Also ihr seid wirklich hier die Hauptunterstützer und bitte schreibt mir, wie ihr euch dabei bisher fühlt, ob ich das in Zukunft weiter umsetzen kann. Weil dann sage ich, wie es ist, dann würde ich auch YouTube noch länger gerne für euch machen, aber halt zeitlich halt entspannter. Also ich sage es, wie es ist. Sonst fühlt es sich halt leider dann doch ab und an wie Zeitverschwendung an, auch wenn ich dieses Soziale dahinter liebe. Auf was ich hinaus wollte, East Cheese ist wieder neu dabei. Vielen lieben Dank für deine Pet-Gigant-Mitgliedschaft. Nutz auch deine Vorteile bitte dann bei Play as Dino. Ich weiß, du bist ein aktiver Spieler von unserem Ark-Server. Und deswegen habe ich ihn jetzt zuletzt vorgelesen, aber er wird hier mir anders sortiert. Ich habe immer noch von einigen keine Teams bekommen, das weiß ich. Aber hey, wenn ihr nicht wollt, ihr würdet euch schon melden. Also ich schreibe euch da einfach gerne an. Mir ist es total wichtig, dass ich da gleich zeige, wie viel mir das bedeutet. So, jetzt zurück zu Jurassic World The Game. Ja, was ich am Ende der letzten Folge sagen wollte, ich war ein bisschen fertig vorgestern. Müde und alles. Ich denke, ich kann es simpler formulieren, was ich da meinte. Ich habe ja, wie immer, also geht es eigentlich immer um Skepsis. Skepsis ist sehr lohnenswert, würde ich behaupten, in einer Welt, die Leute für übers Ohr hauen, sehr belohnt. Also, ne, jetzt Kritik am Kapitalismus irgendwo, aber auch gleichzeitig finde ich das Kapitalismus einer der besten, ja, Strukturen, Gesellschaftsstrukturen, damit jeder sich irgendwie ausleben kann in seinem Naturtrieb, das Survival of the Fittest, ne, besser und stärker als andere zu sein und sich schneller anzupassen. Naja, wollte ich halt sagen, es gibt auch oft genug Leute, die eigentlich schon Ideen über dem Gesetz haben, aber es nur, weil es nicht perfekt aufs Gesetz, also oder so weit hergeholt wirkt, obwohl es super ist von der Qualität her, ja, gleich auch ins Negative einkategorisiert werden, weil nicht Gesetz gleich schlecht. Also ich hoffe, damit kann man das ein bisschen erklären. Es gibt genügend da draußen, die handeln schon weitaus besser, aber irgendwo ist es dann leider nach Justiz noch illegal. Das ist ja sehr schwierig. Ich meine, es gibt so viele gemeinnützige Organisationen da draußen, die so Gutes für die Welt bringen, aber so vorausschauend sind, so weit schon voraus, dass man echt eigentlich ihnen nur, so hart wie es klingt, irgendwelche Vergehen ansetzen kann, obwohl das von der Entwicklung her oder von der Idee her grandios ist. Und da sprechen wir zum Beispiel in jungen Jahren schon, ja, einen Segelturn machen oder sowas in der Art. Also kann schon super gefährlich sein, kann schon auch gegen auch, ja, das Gesetz eben sein oder die, sage ich jetzt mal, Sicherheit, die so ein Kind versprochen bekommt. Aber total wichtig und vorteilhaft für denjenigen. Okay, den können wir uns mit Dollar kaufen, das ist gut, das könnte ich tatsächlich dann so machen. Dann könnten wir uns auch noch Bayadasaurus holen. Es wären jetzt 1, 2, 3, 4, 5 neue Kreaturen. Aber Ailuraktos habe ich angeblich freigeschalten oder bekomme ich hier nur einmalig? Suche nach, ich bekomme ihn nur einmalig. Und ich habe ihn nicht. Ja, das ist jetzt die Frage, ob sich der dann überhaupt rentiert. Dann hätten wir ihn halt einmal. Ja, doch, wieso nicht? Das ist günstig, was ich kriege. Weißt du was?
Ailuraktos. Dich holen wir doch jetzt mal, komm. Die Level 10 habe ich nämlich schon vorbereitet. So, dann lassen wir den mal hier ein bisschen brüten. Code 19, du nervst mich. Jetzt heißt es hier, weil ich jetzt nicht den gleichen Fehler machen möchte, wie beim hier Caprosuchus Gen 2. Capro sage ich schon. Wie hieß er? Eieiei. Er hieß nicht Caprosuchus. Ich komme gleich drauf, keine Sorge. Aber Semoria ist 3 Tage, 2 Stunden ab jetzt. Das heißt, ab jetzt Montag bis Montag 14 Uhr. Ich muss den am Wochenende noch machen. Ich denke, das wird eine Sonntag-Episode. Ich hoffe, ich darf es nicht vergessen, Leute. Ich darf es nicht vergessen. Das wird knapp. Sonntag wird er gemacht, sonst erinnert mich bitte. Gut, also was haben wir für Missionen? Wir haben auch einiges zum Einlösen. Öffne Kartenpakete, tritt an. Lasse schlüpfen, schließe Kämpfe ab. Ach, Mega Premium habe ich noch nicht gemacht. Wisst ihr was, das mache ich mal ganz kurz im Hintergrund. So, dann habe ich es geholt. Jetzt kriegen wir auch Free Points erstmal. Und ja, das sind halt easy Missionen, die wir eigentlich machen können. Lasse Tali schlüpfen, dafür 200 Punkte. Ja, das ist in sich ein riesen Vorteil, wenn du diesen Pass dir kaufst. Und Leute, ich empfehle es euch nicht. Macht das hier über mich. Wir quasi, ich darf noch nicht zu laut sagen, aber wir können ja quasi gegenüber Lydia hier... Wir können quasi gegenüber Lydia hier mit einem Plus rauskommen. Sonst kommt Lydia immer nur mit einem Plus raus, wenn man ja sich die Perspektive anguckt, Lydia und ein einzelner Käufer. Wenn man sich die Perspektive anguckt, Lydia und jetzt hier ein YouTuber, der durch Zuschauer finanziert wird, dann machen wir vielleicht sogar mehr Plus. Es geht euch, lasst es mal durch den Kopf gehen. Boah, haben wir viel schon. Hui, wo sind wir denn jetzt? Wir haben noch 21 Tage vor uns, sind schon bei fast einem Drittel, sehe ich das richtig. Bei 5000 kriegen wir schon Charlie und 15.000 ist Ende, ja. Also dieses Pack ist, also ist schon übertrieben, was du durch diese Aufwertung bekommst. Sorry, also das ist viel zu much. Ja, diese S10S muss ich auch mal wieder farmen. Das ist viel zu wenig, die ich da habe. Den, ja gut. Gut. Jetzt aber genügend hier Orientierung wieder gesammelt. Wenn ich es richtig sehe, Charlie erst ab 5000, gell? Vielleicht kriegen wir Charlie noch. Vielleicht kriegen wir die Folge Charlie. Das sind 600 Punkte. Ja, die habe ich ja sogar. Und wie wir Charlie bekommen. Leute, dann wir gucken uns Charlie an. Schau mal her. Hier, komm. Am Ende der Folge sammeln wir alles ein, aber jetzt will ich erstmal. Oh, wartet mal. Wie viel mehr brauche ich, damit ich Charlie einmal direkt ausgebrütet bekomme? 5000 ist Charlie als Karte. 7700. 2000. Nee. 8000. Nee, haben wir gerade noch nicht. Gut, dann muss ich ihn wirklich beschleunigen. Dann machen wir das jetzt wie sonst auch. Ah, den S ist gerade günstiger. Jetzt bin ich... Diesmal bin ich nicht blind, ich habe dazugelernt. Wartet kurz, ich zeige gleich, wo man das sieht. Echo. Charlie. 7080, günstiger als Echo. Okay. Komm, dich holen wir direkt. Wir wollen dich sehen. Hi, Charlie. Charlie hat ein cooles Muster. Doch. Wie so eine Anaconda, finde ich. Ich fände es schon cool, wenn wir die Raptoren hier unten alle hätten. Die große Sonora. So hart, wie es klingt. Hier haben wir große Echo, Blue, Ankylosaurus Gen 2. Ich würde mal die beide ins Lager packen. Also das ist jetzt... Die sind jetzt nicht so besonders. Also, ne? Sind wir mal ehrlich, die sind jetzt nicht so besonders. Charlie hatte immer den traurigsten Tod, wie ich finde. Vor... Ich wollte schon Chris Pratt sagen, aber... Vor Owen Gradys Augen einfach in die Luft gesprengt. Das war ja Charlie, ne? Da kann man ja ganz fein mit beobachten, wer ist. In Jurassic World aufgrund der verschiedenen Farben. Und das ist echt sehr... Ja, spannend, wie ich finde, mit anzusehen. Ja, genau, hat jetzt auch wieder diesen Jurassic World Kopf mit diesem gebogenen Kamm oben. Ja, einfach andere Farben. Gut, du wirst favorisiert, wie wir es jetzt auch sonst bei den letzten gemacht haben. Du wirst für die zukünftigen Events gebraucht. Centauro haben wir. Wollen wir doch einfach gleich mal... Jetzt muss ich wieder überlegen. Hier, das Pantera...
Das ist für Pantera freischalten. Aber Pantera kann ich ja freischalten. Passt, dann ist ja alles gut. Halt. So, dass ich da nicht den Überblick verliere. Blesiosuchus. Den haben wir aber schon. Das ist... all good bei mir. All good. Das ist noch gar nicht da. Ich dachte, wir könnten jetzt heute schon das Event spielen. Schaut mal, jetzt bin ich ein bisschen zu flott. Jetzt bin ich für das Spiel sogar zu flott. Hätte ich mich wohl mal ein bisschen länger mit allem beschäftigen sollen. Ja, krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir da zu flott sind. Ja. Also irgendeine Kreatur kommt ja beim Bernstein dazu, beim Bernstein-Event dazu. Ja, das, wow, das ist ja geschenkt, Leute. Sorry, 2000 Bernstein. Gegen Level 10, also... ach, wisst ihr was? Wir machen den Boss, das Bosskampf-Event und dann spiele ich eure... jawohl, nein. Sorry, das ist Zeitverschwendung. Ich spiele lieber all eure Teams jetzt. Einigen wir uns so. Als dass ich mich um 2000 Bernstein hier bescheißen lasse. Man sagt zwar auch, wer den Taler nicht ehrt, ne, ist den... oh, wie heißt das? Wer den Taler nicht ehrt, ist den... Maler nicht wert? Nein. Keine Ahnung, wie man es jetzt... ja, ihr wisst es, glaube ich, selber, ne, dass man die kleinsten Güter ehren sollte, aber in dem Fall Zeitaufwand. Zeit ist ein großes Gut und gegenüber der Zeit gestellt ist das hier eine Verschwendung. Gut, was ich davon habe. Dirk Horst hat wieder ein Team reingesendet. Aber weißt du was, Dirk, bevor ich zu dir komme, du warst schon mal dran, nämlich Plavsk, also PLAVSKs Team. Ah nee, du hast kein Team reingeschickt. Oh Gott, bin ich lost. My bad, ich dachte, du hast ein Team reingeschickt. Du hast auch über Kröloffo geredet. Niklas Muller, Bro, du, dein Team ist dran. Ich will ja erstmal neue wählen, okay? Was wir doch nicht alle schaffen sollten. Aber da bin ich sehr guter Dinge, dass wir alle schaffen werden. Du sagst, Edaphosaurus, der echt weit vorne ist, ey. Was hat der da verloren? Edaphosaurus, Drodon. Und dann einfach Judon. Einfach so. Hauen wir den Judon noch drauf, ne? Ist ja nicht so, dass Judon, ihr seht es ja gerade selber, irgendwie viermal so stark ist wie der Rest. Ja, sogar fünfmal so stark. Junge. Ja gut, wer hätte es gedacht, wir spielen gegen Indoraptor. Okay. Edaphosaurus zuerst zu haben, ist aber keinesfalls schädlich. Edaphosaurus hat viel Leben. Er braucht 2 Punkte. Das ist optimal. Das ist doch gut. Wir safen weiterhin. Nee. Da lassen wir den mal gerne. Dann lassen wir mal ruhig durchattackieren. Vielleicht schaffen wir es sogar mit dem Drodon. Aber das ist eher unwahrscheinlich. Das sind beide nicht nur ähnlich stark. Auch stärker. So, jetzt hat er alles eingesetzt. Jetzt kann Drodon sich am Indoraptor schon mal rächen. Bam. Ich bin gerade nur nebenbei am Tippen, weil ich hätte gerne noch einen Farm. Ich bin heute ein bisschen, also ich, mir merkt es mir vielleicht nicht an. Ich bin sehr gelassen, wie ich jetzt vielleicht rede. Aber eigentlich steht sehr vieles an. Also ich möchte unbedingt, dass das Video mal wieder ein Thumbnail von Shinyago auch hat. Ich finde, das hat jetzt so einen Stil gehabt. Es soll nichts gegen die Thumbnails vom anderen sein. Vom Plan B sein. Aber, also gerade das Kryloffo-Bild hat er gemacht und finde ich sehr gut, sehr gelungen. Also von dem Design her, wie wir es jetzt öfters gemacht haben. Vom Stil her, so besser formuliert. Leider ist Drodon von uns gegangen. Aber ich denke mir jetzt hier bei so einem Konzept, mal schauen, bei so einem Video... wo dann doch der Fokus mehr auf Progress liegt als auf einzelnen Kreaturen. Da würde ich mal ihn machen lassen. Das ist das Thema. So. Da ein bisschen vorarbeiten, wisst ihr. Noch genügend Zeit hat. So. Ich hoffe, dir hat an sich der Fight gefallen. Ich meine, bisher haben wir nicht nie wieder verloren, aber Niklas, ne? Ich hoffe, ich konnte dich zufriedenstellen. Ich dachte, wir haben mehr Teams. Ich habe irgendwie so mit 4 oder 5 gerechnet. Also ich habe mehr Teams jetzt im Kopf gehabt.
Aber gar nicht mal. Ja, dann wird es wohl so sein, dass ich hier, dann bin ich nochmal bei dir, Dirk Horst. Du wünschst dir Carbonemus? Habe ich Carbonemus? Also wenn, habe ich sie nicht auf 40. Also ich denke, Carbonemus habe ich noch nicht. Gut, dass du, vielleicht war das Absicht von dir, dass du mich darauf bringst. Nee, wir gucken mal nach. Ey, Code 19, also diese Musik, die ist mir einfach zu stressig gerade, hey. Carbonemus ist wohl eine Kreatur, die mir noch fehlt. Oder auch nicht. Carbonemus, das Schildkrötenviech. Da, doch, wir haben Carbonemus. Wir haben Carbonemus. Oh Gott, los, ey. Wie komme ich nicht darauf, dass ich Carbonemus hätte? Eieiei, bei Carbonemus. Ich verbinde nicht zu viel mit Ark, Leute. Zu viel mit Ark und Jurassic World Alive. Also, da hast du mich erwischt. Ich bin gerade voll an ihr vorbei. Hier ist sie. Ja, wow. Aber beim Rest bin ich mir wieder sicher. Unairynchus. Bam, du warst mal einer der stärksten. Du warst. Und Colasaurus, genau. Ach ja, Colasuchus Centur. So hieß er. Colasuchus Centur. Ich merke auch, dass ihr es immer detaillierter für mich jetzt hier macht, quasi. Wie, damit ich die Kreaturen schneller finde. Also in Klammern sagt man auch, ach, der Hybrid und was weiß ich. Aber lasst mich ruhig ein bisschen hier rätseln. Das bringt mir auch meinen Krips, sage ich jetzt mal. Schränkt meinen Krips immer wieder an und das mache ich sehr gerne. Schildkröte gegen den Dominus Rex, imagine. Also, wenn wir das mal irgendwann in einem Jurassic-Film haben sollten, wer weiß. Ich habe, oh, das ist auch ein spannendes Thema. Ich habe, das habe ich jetzt schon mehrfach gelesen. Gar nicht mal in der letzten Folge. Ich meine, Kommentare, die letzten Kommentare müssen ja nicht unbedingt nur von der letzten Folge sein. Ne? Die können ja auch von anderen Videos sein. Die sind ja alle zeitgleich online. Und zwar mehr Jurassic-Themen wieder. Also sprich, nicht nur, dass ich mehr über Jurassic rede, ne, wie ich früher gesprochen habe, meine Meinung dazu äußere, sondern auch, dass ich aktuell, was Jurassic, ja, ich sag jetzt mal, neu zu bieten, zu scheinen mag oder auch, ja, Spekulationen über die neuen Filme, sowas in der Art, dass man sich sowas einfach wünschen würde. Und ich habe da ein bisschen die Vermutung, das kommt, weil das habe ich ja auch schon miterlebt, dass wir da draußen schon auch, wenn es um andere Jurassic-YouTuber geht, gerade so Richtung Filmemeinungen einen Aufschwung hatten. Und per se habe ich dagegen nichts. Erstmal. Ich finde, Meinungen äußern voll toll. Ich sehe nur eine Riesengefahr heutzutage darin, dass wir nicht nur die Meinungen aufnehmen und kodieren und damit reflektieren, sondern dass wir so stark und überreizt im Internet sind, dass wir keine Zeit mehr haben, uns zu fragen, wer wir sind, und dann selber nur noch annehmen, was da gesagt wird und eigentlich Meinungsblogger, nenne ich es jetzt mal, oder Filmeblogger und was weiß ich, annehmen und die miteinander vergleichen und da eine Meinung annehmen. Das ist mir schon sehr oft, also, oder was heißt also, reproduzieren besser gesagt, ist mir schon sehr oft aufgefallen. Da könnt ihr mir gerne mal eure Ansicht zu schreiben. Ich bin lieber jemand, der so ein bisschen offen hält. Ich sag schon klar, wie ich etwas finde, aber ich sag nicht, das ist jetzt hier Gesetz. Aber ich meine trotzdem, es gibt immer, meiner Ansicht nach gibt es besser und schlechter, gell? Ganz simpel. Also ich sag auch, es gibt meiner Ansicht nach von der Bewertung her objektiv richtiger und falscher. Es fängt dabei an, wie viel kennt derjenige vom Film noch? Wie viele Zusammenhänge hat er überhaupt gesehen? Konnte er überhaupt alles sehen? Und so ein Zeug. Dass man das einfach mal weiß. Ach, hier, ich habe jetzt gerade das Team gefunden, was ich gesucht habe. Ich musste bei den Kommentaren einstellen, nicht nur auf veröffentlicht, sondern auf Überprüfung ausstehend. Also was YouTube da teilweise als zu überprüfende Kommentare kategorisiert. Ist ganz komisch. Ja, Kryloborgiania ist natürlich eine Überlegung. Kuro going crazy. Aber spiel mir erstmal dein Team. Vieles hat jetzt hier auf jeden Fall einen Wert, den wir zeigen müssen. Aber da warte ich jetzt auch erstmal auf die Monetarisierung. Ich meine, so lange ist nicht mehr bis dahin. Ich hoffe, ich kriege sie relativ flott wieder.
Und dann Alunognius ist der, ne, Hybrid hier. Ja. Und dann hauen wir hier die Highlights raus. Quetzel, der Kryolo Borginia, Bagepeton, Alter. Die stärkste Amphibie für uns. Seuchenzeug, das will ich da noch zeigen. Damit soll es abgehen. Ja, an sich habe ich nichts dagegen, wie ihr gerade hört. Ich weiß nur, man muss das mittlerweile, damit da Leute einem eigentlich zuschauen, schon spannend gecuttet rüberbringen. Also nicht unbedingt die Aussage, ich bin jemand, der redet offen. Das ist mir ganz wichtig. Ich möchte nicht hier Aussage, 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 nehme jetzt auswendig an. Auch wenn ich es manchmal sehr spannend finde, weil gerade so Tierlists, die in 10, auf 10 Minuten oder 20 Minuten zu cutten, obwohl es original 2 Stunden ging, finde ich immer sehr, sehr, ja, eindrucksvoll, wenn man das richtig hinkriegt. Aber jetzt hier zurück zu der tatsächlichen Thematik. Ich würde am liebsten das einfach nur labern. Einfach nur labern und ein Bild im Hintergrund haben, dass man wirklich nur mal den Worten und auch der Klang, dem Klang, Geltung gibt. Und dann schauen, was ihr davon haltet. Okay, das war von mir ein schlechter Trade. Aber ich möchte es jetzt mal probieren. Es könnte sehr, sehr schlecht jetzt sein. Weil wir werden von ihm umgebracht, haben aber dafür dann einen Klassenvorteil. Er hat auch sehr viele Punkte noch. Wir gucken jetzt mal. Wir gucken jetzt einfach mal, ob wir das so schaffen. Ich will es jetzt einfach mal spannender machen. Die letzten Fights, die waren einfach langweilig. Muss ich aber ehrlich sagen. Waren langweilig. Ja. Also ich wollte nur darauf hinaus, ich möchte das jetzt nicht machen, nur weil andere das auch machen und euch gefällt. Ich will schon auch Sachen machen, die aus meiner, ne, die aus meiner Perspektive oder die auch von mir, aus meinem Munde kommend, ihren Mehrwert haben. So, jetzt hat der 900 Attack. 4 Punkte töten uns. Wenn er 4 saved, sind wir schon mal tot. Aber ich denke nicht, dass er 4 saved. Nee, auf gar keinen Fall. Aller Verteidigung, dann war's gut. Ich habe trotzdem den Braten nicht so ganz getraut. Wir hatten es ja schon öfters, dass er dann doch in Safe geht. Aber nicht nach dem Attack eigentlich. Eher, wenn was gestorben ist und er noch 4 Punkte hatte. Naja, jetzt machen wir mal den Kampf weiter. Mist, jetzt haben wir sehr viel verschwendet. Ich würde gar nicht mal für einen Kill gehen. Wir müssen uns Punkte holen. Ja, das wäre sehr riskant gewesen, wenn wir für einen Kill gegangen. Wechselt er nochmal. Ich schätze mal schon. Ja. Ich möchte erstmal Punkte sammeln, ansammeln. Wir wissen, geht der Bot damit sehr verschwenderisch um. Und dann haben wir eine höhere Gewinnchance, als dass wir beide von Null anfangen. Also es ist ganz leicht, eigentlich gegen Bots seine Punkte beizubehalten. So, jetzt kommt danach der Gigalo, der mit 3 Punkten uns schon töten wird. Das heißt 2 in Verteidigung, sonst hat er nichts. Und der Indoraptor tötet uns auch nicht mit 2 Punkten. Dann wenn er weg, 3 Punkte, also 1 Punkt. Ja, passt. Das ist jetzt objektiv gewonnen. Dafür haben wir ein zu hohes Kapital an Punkten. Ja. Ach, Mann. Ich meine, es ist immer noch riskant, du. Also, wenn er jetzt viel safe, 2 Punkte. Boah. Scheiße, 3 Punkte hat er gesaved. Ich hätte mit allem in Verteidigung gehen sollen, jetzt sind wir tot. Mist. Das gibt's doch nicht. Das kann's doch nicht sein jetzt. Habe ich mich jetzt echt so verspielt, weil ich die 2 Punkte... Ja, Leute, da haben wir es. Der erste Loose nach längerer Zeit. Ich meine, absolut, ne, auf Eigenschuld basierend, also total selbstverschuldet. Hätte ich diesen einen Punkt auf Verteidigung noch gesetzt und nicht geglaubt, dass er 2 Verteidigung hat, wie es sonst ist. Da war es mit dem... Ich nenne es echt Leben am Limit hier mit meiner Festplatte. Das ist wirklich Leben am Limit, jetzt darf ich es wieder cutten. Naja, gut, ist jetzt nicht total schlimm. Naja, so. Aber der erste Loose, ja, wie gesagt, selbstverschuldend. Ich will dann doch irgendwie die Bots verstehen. Es wirkt so random ab und an, dass man dann sich dann manchmal dann doch wieder sagt, das ist doch mit Sicherheit irgendwie verständlich. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe so einen Reiz, alles verstehen zu wollen. Und manche Sachen kannst du nicht verstehen. Heißt aber nicht, ne, heißt nicht,
dass du es nicht besser als andere verstehen kannst. Ne? Die, das denke ich mir gerade bei den Bots, da bin ich mir schon sehr guter Dinge, dass wir... Wait a second. Jetzt ist, dass ich da relativ schon gut eigentlich drin bin, die einzuschätzen, wenn ich möchte. Aber ihr habt es ja gerade selber gemerkt. Da habe ich nicht so ganz am Ende meinem Verstand vertraut. Ja, wenn der letzte Kreatur über, meistens geht er nicht für diese zwei Verteidigungsstrategie, sondern safe dann mehr, wenn er die Punkte auch braucht. Fallen King, dein Team habe ich doch schon mal drangenommen. Smititoceras, Rhinoptrodon und Tyrannolophosaurus. Da bin ich mir sehr sicher, dass wir das letztes Mal schon dran hatten. Oder in der Folge, wo du es auch geschickt hast. Weil Rhinoptrodon ist nicht ohne Grund jetzt auf Safe und Tyrannolopho, doch, da erinnere ich mich. Sollten wir schon gespielt haben, sonst korrigier mich. Ich will jetzt nicht wieder assi wirken, aber es wäre sonst asozial gegenüber anderen, wenn ich halt ein Team doppelt nehme. So, es wird heiß, geht noch 2 Tage, 13 Stunden. Ach, das ist halt doof. Weil ich dachte jetzt, dass wir halt bis Sonntag, ne, also die 2 Tage uns entspannen können. Ja gut, ich könnte in der Folge dann einen Hybriden machen. 2 Tage, 13 Stunden. Das wäre Sonntag vor... nee, passt eigentlich. Sonntag um die Zeit am Nachmittag könnten wir das machen mit C-Moria verbunden. Genau, doch, dann machen wir das doch so. Und machen auch noch einen stellenden Hybriden. Machen wir da gleich den neuen. Also für uns neu. Eine Kryoloborgiania. Das ist ja der beste Flugsaurier dann. Das ist ja wirklich der beste vom... Also zumindest der teuerste. Puh. Den könnten wir auch mal machen. Vielleicht fangen wir klein an. Ich würde erstmal den Sekodontognathus machen. Auch wenn er so sakrisch teuer ist und sich das natürlich rentieren würde, wenn wir den ein bisschen vorbereiten könnten. Ich überlege mir was, dass ich den irgendwie vorbereite. Aber ich möchte halt das... ich möchte halt schon das Zeichen... Ja, den S hakt es nicht. Ich muss nur ein bisschen verkaufen. Das ist einfach nur ein Zeitaufwand. Dann machen wir Sekondontognathus, aber ihr wisst ja, ich möchte diese Animationen einfach haben, dass ich etwas freigespielt habe. Jetzt lösen wir am Ende noch alles ein, so wie ich es versprochen habe, und dann haben wir es für heute. Ja, ihr seht, heute bin ich ein bisschen produktiver hier unterwegs quasi, ne? So, kann man alles einlösen, wäre noch ein cooler Button. Auch wenn ich gerne diesen Fortschritt hier live miterlebe, wäre so ein alles einlösen Button schon sehr cool. Gibt 2500 DNS aus. Ja, das kriege ich noch mehr hin. Sagen wir es mal so. Wow, wir sind schon gut dabei. Dreadnoughtus. Wow. Wow. Wir haben Dreadnoughtus gezogen. Wieso nicht? Der ist neu. Cool. Viel Neues. Charlie, anderes neues Zeug. Saison. Wundervoll. Wieder ein Charlie, so. Aber kein Level 10er, ne? Den müssen wir wieder inkubieren lassen. Ding, ding, ding. Ja, nee, jetzt bin ich mit dem Plan einigermaßen zufrieden. Ich kann es jetzt auch einfach so entspannt mir nebenbei ein bisschen anschauen. Ihr seht gerade selber, kam nicht so viel aus mir raus. Nicht so viel deutendes, so. Und ich hoffe, das war heute auch mal okay. Ich finde es ganz schön, wenn man so... Klar, totale Ambivalenz finde ich auch anstrengend. Vor allem, wenn sie deutbar ist. Also, wenn du weißt, oh, das liegt daran, oh Mann, das merkst du doch selber endlich. Aber dass man jede Folge komplett gleich drauf ist, das gehört auch mal dazu. Ich hoffe aber, ihr schlaft es mir hier nicht ein, gell? Schlaft es mir nicht ein. Oh Mann. Das hätte ich jetzt auch nicht vorgehabt. Alter, wie viel wir hier noch einsammeln müssen. Das fühlt sich ja... Boah. Wir werden überschüttet mit Inhalten. Schaut es euch an, es hört nicht auf. Ja, noch mehr, komm. Ja, komm. Gib mir mehr. More. S, den S, ja. Moor. Ich habe das Gefühl, mit der Superkreuzung mache ich diese Events wirklich oder diese Sammlerei gerade überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Das passiert so nebenbei. Es wird in meinem ganzen Leben nichts mehr, dass ich da die ganzen Superkreuzungen noch nachhole, die fehlen.
Hey, es hört ja nicht auf. Wahnsinn. Ja, komm, noch mehr. Oh, ja, komm. Ich würde am liebsten hier in Real Life, stell dir vor, jede Karte wäre irgendwie 5 Euro. Ja, gerne. Das würde ich gerne nehmen. Oh ja, ist nur ein Videospiel. Aber trotzdem kann man da dieses Gefühl schon auch ausüben. Also mit der Festplatte muss ich mir echt was überlegen, wie ich das mache in Zukunft. Also entweder hole ich mir einfach komplett eine neue für die Videoaufnahmen oder ich muss jetzt die eine hier echt mal ein bisschen reinigen. Aber ich habe halt auch so viele andere Inhalte drauf, die mir da echt wichtig sind, die ich auch schon gebackupt habe, so ist es nicht. I don't know. Dough! Wir kriegen Dough! What? Einfach so? Ja, wir haben Dough! Cool. Ja, nee, das finde ich... Stell dir vor, du wärst ein Neuling, spielst du, also ein Anfänger, wie man es auch mal nennen möchte. Ziehst einfach durch den Pass Dough. Ja, das ist ein cooles Gefühl. Doch, Lydia, wieso nicht? Aber ich meine, was interessiert euch das schon, wie mir was gibt, ne? War das der Saison Stars? Saison Stars war das, ja? Also den kann man for free. Nein, nur Mega Premium. Ah, ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Oh mein Gott, ich nehme alles zurück. Eieieiei, nee, sie ist erkauft. Alle Wohlgefühle sind mit Geld hier verbunden. Und irgendwann hast du so viel Wohlgefühle erlebt, da merkst du es gar nicht mehr, was für eine Belastung es überhaupt dieses Geld auszugeben. Ja, krank. Also wir haben ja jetzt, das muss ich schon mal ganz kurz mir angucken. Wann kommen sie denn, wann kommen sie denn? Eieiei, das sieht so aus, als würde uns so viel fehlen. Ey, das sieht brutal aus. Pelecactulus ist was Neues, aber das ist gewöhnlich. Okay, gut. Kann man auch mal nachholen. Androtherium habe ich ein paar. Muss man mal platzieren. Aber wir haben... Gut, Quetzalcoatl haben wir zweimal. Einmal gezogen, einmal durchs Event freigeschaltet. Dreadnoughtus haben wir neu bekommen. Und Tyrannosaurus Doe. Ja, da hinten ist er. Cool. Nee, gefällt mir. Ich weiß zwar noch nicht so ganz, wie die ganzen Raptoren gerade so T-Pose-mäßig einfach in Reihe auch synchron dastanden. Oder halt vergleichbar. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich die reinbringen werde in Zukunft, aber das muss man jetzt auch noch nicht wissen. Dieses alles schon bereits zu wissen, wie etwas sein soll, kann einen zwar schnell zu einem Pfad bringen, den man gehen möchte, aber ist vielleicht nicht unbedingt der beste für einen. Also wie oft werden wir durch Ungeduld dann doch... Ja... Ich nenne es jetzt bestrafen, ging falsch. Aber wie sehr wir uns durch Ungeduld nicht maximal ausbilden. Bis zum nächsten Mal. Das war ich, euer Marcel. Ich hoffe, euch hat es trotz der heutigen Chillness gefallen.